Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Bleach-Video. Es geht rein in die zweite Episode vom Thousand-Year Blood War Arc. Hab sehr Bock. Die Folge ist dieses Mal natürlich nicht einen Tag vorher geleakt. Das heißt, wir sprechen ganz normal am Montag natürlich über das ganze Bleach-Thema hier letztes Mal. Bei der ersten Folge wurde das Ganze natürlich früher geleakt, deswegen gab es die Review ein bisschen früher. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich die kommenden Wochen diese Uhrzeit hier beibehalten, was die Reviews betreffen wird. Wir haben mit dieser Episode das Opening bekommen und natürlich auch das Ending. Letztes Mal hatten wir mit dem Ending sozusagen einen kleinen Recap, was bisher in Bleach passiert ist. Das hatte ich in der Review vom letzten Mal vergessen zu sagen, dass ich das ziemlich krass fand, wie viel Liebe im Detail steckt, wie viel Mühe man sich gibt, extra nochmal im Ending, sag ich mal, ein Recap mit einzubauen. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und wie gesagt, wir haben jetzt das richtige Ending, wir haben jetzt das richtige Opening und mein lieber Scholli, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also unabhängig vom Song, auch die Visuals sind sehr, sehr clean. Ich habe ein kleines Manko, auf jeden Fall. Ich finde, es spoilert die Scheiße aus dem Leib, nicht mehr normal. Also ich finde wirklich, hier wird sehr, sehr viel vorweggenommen. Wenn du Manga-Leser bist, dann wird dir einiges auffallen. Und Anime-Onlys werden sich einfach nur so denken, holy shit, was geht denn da ab? Wir haben vor Wochen, vor Monaten in den Trailern schon einige Dinge gehabt, die vorweggenommen wurden. Und jetzt im Opening sehen wir auch so einiges, was ich schon irgendwo ein bisschen schade finde. Aber nichtsdestotrotz, der Vibe bleibt erhalten. Wir haben in der Folge ein krasses Pacing, also das gleiche Pacing wie auch in der ersten Episode. Aber wie gesagt, das passt alles zum Arc her, weil es sowieso Back-to-Back-Fights bis zum geht nicht mehr sind. Und insgesamt guter Song. Ich bin mal gespannt, ob sie das komplett für die Season beibehalten werden oder ob sie für jeden Chor ein Opening machen. Wir werden uns da auf jeden Fall überraschen lassen. Ansonsten hat mir Opening sehr, sehr gut gefallen. Wenn es euch natürlich genauso gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Für den Support würde ich mich sehr drüber freuen. Jeden Montag geht's rein in Bleach und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Bleach verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit der Episode und meiner abendlichen Review in Hueco Mundo. Wir beginnen genau dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar bei Luders Frigen, einem Aranka-Untertanen von Juabach, den er quasi nur als Schachfigur nutzt, kann man sagen. Luders sagt hier, dass 5 Tage gebraucht werden für die Vorbereitung auf den kommenden Fight gegen die Soul Society, und sobald er den Report quasi abgeschlossen hat, wird er beseitigt. Also das wird direkt hier klar gemacht. Ich finde es krass, welchen Impact Juabach im Anime hinterlässt. Er hinterlässt auch im Manga einen bleibenden Eindruck. Ich hatte im weiteren Verlauf an manchen Stellen so ein bisschen meine Probleme mit dem Antagonisten, aber ich glaube, im Anime kann das ausgebügelt werden. Also da schauen wir auch mal, wie sich das weiter ereignen wird. Luders, das Luder, ist natürlich eine Schachfigur von Juabach und wird beseitigt. Genau das gleiche passiert hier mit Eban, der in der ersten Episode gegen Ichigo gekämpft hatte, und beide sind natürlich Aranka, die sich dem Wandenreich angeschlossen haben. Juabach hat keine Verwendung für die beiden, er könnte locker neue Aranka erschaffen, wenn er wollte. Er ist nämlich nun im Besitz von Haribel, die Hueco Mundo anführte, nachdem Aizen gegen die Soul Society und Ichigo verloren hatte. Wir springen dann rüber auf Ichigos Gruppe, die warten hier auf besagten Menke Charakter, der beim letzten Mal in der ersten Episode gegen Eban gekämpft hatte, quasi alleine vorgegangen ist. Er kommt hier wieder rein in sein Zimmer. Die Gruppe wird in Kenntnis gesetzt, was in der Soul Society rund um Babamoto passiert ist. Sasakibe wurde ja getötet und nun soll eine Beerdigung abgehalten werden. Daraufhin vergehen einige Tage. Ichigo kann nicht wirklich ruhig sitzen oder liegen bleiben und deswegen läuft er zur Sicherheit Patrouille in seiner Stadt umher. Als Nell dann vom Himmel fällt und Ichigo um Hilfe bittet, auch Pesche ist dabei, aber Dondochaka nicht wirklich, denn der wurde gefangen genommen, als Hueco Mundo quasi angegriffen wurde. Darüber setzen die beiden, Pesche und Nell, Ichigo in Kenntnis, und eins führt zum anderen, weil jetzt natürlich auch hier gesagt wird durch Juabach, dass Hueco Mundo sein Bereich ist, den er eingenommen hatte.
In der Soul Society sehen wir dann die Beerdigung von Sasakibe und hier vielleicht ein paar kleine Side-Facts über den Typen, weil man den vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Er hatte großes Talent, doch wollte nie den Posten eines Kommandanten erlangen, auch wenn er vielleicht dazu gekommen wäre. Er war loyal gegenüber Yamamoto und wollte ihm bis an sein Ende folgen, weswegen Yamamoto großen Kummer fühlen muss, weil die beiden eine besondere Connection zueinander hatten. Als Pesce Ichigo davon berichtet, was in Huekomundo passiert ist, sehen wir sogar Additional Content im Anime, was wir im Manga nicht wirklich hatten. Das ist nicht so viel, aber wir sehen, wie Haribe quasi besiegt wurde und zu den anderen dreien, zu Nell, Pesce und Donnochaka gesagt hat, dass sie abhauen sollen. Und daraufhin wurde sie quasi gefangen genommen, Donnochaka genauso. Und so führt eins zum anderen, dass die eben jetzt Ichigo um Hilfe bitten. Also das war quasi der Additional Content, den wir jetzt hier im Anime dazu bekommen haben. Das wurde im Manga zwar erwähnt, aber haben wir nicht wirklich so in der Form gesehen. Urio, der keine Fans hat, und das möchte ich extra nochmal hervorheben, bitte schreibt's mir nicht in die Kommentare. Er hat keine Fans. Er wird dieses Mal nicht mit am Start sein und die Gruppe unterstützen, weil er ein Quincy ist. Und das werden wir doch ganz oft hören. Er ist nicht dabei und ja, wer will den auch dabei haben? Ist ja wirklich so, also ohne Spaß, ja. Urahara kommt dann ebenfalls rein, also Kisuke, hab sehr Bock auf den. Fan-Favorite bis zum geht nicht mehr. Er kommt hinzu und führt die Gruppe schließlich nach Huekomundo, um besagten Donnochaka zu befreien. Unter anderem sehen wir von Yuabachs Gruppe, also den Sternen Ritas, dass einer seiner engsten Vertrauten namens Haschwald erkennt, dass Eban aus der ersten Episode das Bankai von Ichigo nicht stehlen konnte und dementsprechend müssen weitere Vorkehrungen getroffen werden, damit man sich um den Kurosaki-Jungen kümmern könnte. In Huekomundo angekommen, wird die Jagdarmee eingeleitet, man orientiert sich also stark an deutschen Bezeichnungen, was wir noch im Laufe der Serie feststellen werden, auch Fähigkeiten, Angriffe und so weiter, aber das kommt noch mit den nächsten Episoden. Hier wird unter anderem der Commander dieser Jagdarmee gezeigt, und zwar Quilge. Digga, was für ein Name. Dieser Typ entscheidet, welche Aranka dem Wandenreich beitreten dürfen und welche getötet werden. Er geilt sich eigentlich so ziemlich daran auf, einfach irgendwelche von denen random zu killen. Also ist wirklich so. Wir sehen dann wieder Haribes Squad, also Mitstreiterin von Haribe, die natürlich sie befreien wollen und so weiter, dass die sich gegen Quilge und die Jagdarmee auflehnen. Die haben sich unter diese Aranka gemischt und machen jetzt ein bisschen Stress, machen ein bisschen auf Krawall, aber Quilge macht alle von ihnen fertig und rasiert komplett, total. Also sehr, sehr krass auf jeden Fall. Wir sehen dann quasi den Cliffhanger dieser Episode, wie Ichigos Gruppe reinkommt und Ichigo dann auch vor Quilge positioniert ist und er dann quasi der nächste Kontrahent für ihn wird. Genau zeitgleich findet in der Soul Society ein Treffen der Gotai 13 statt. Diese werden zusammengerufen, um die Lage gegen das Wandenreich zu besprechen, und Mayuri setzt die Gruppe in Kenntnis, dass ihre Gegner nicht nur aus dem Wandenreich kommen, sondern sie in Wirklichkeit alles Quincy sind. Und das passiert zeitgleich. Ichigo steht vor Quilge. Das ist die gesamte Episode. Dann kriegen wir ein bisschen was vom Ending zu sehen. Da wird quasi der gesamte Raid von der Soul Society gezeigt. Also was die nächsten Folgen passieren wird, ohne zu spoilern. Aber ja, also eigentlich nur ein paar Zampakutos, das war's. Das fand ich schon sehr harmonisch und schön. Bisschen ruhig. Auch das Opening hat ja einen etwas ruhigeren Vibe und nicht so wirklich komplett auf die Fresse. Die Folge hat auch ziemlich reingeknallt. Animationen sind on top. Vielleicht nicht so krass on top wie die erste Episode, aber ich glaube, dafür hat die Folge auch vom Inhalt her nicht so viel hergegeben, als dass man da jetzt so krass viel machen kann. Ich würde sagen, was die Folge auf jeden Fall an den Mann bringt, ist der Impact von Yuabach, ist das Opening, weil wir jetzt das allererste Mal das Bleach Opening haben und darüber sprechen können, dass da ein bisschen viel gespoilert wird und so weiter, und dass es jetzt so langsam in die Kämpfe reingeht, was wahrscheinlich die nächsten Episoden back-to-back passieren wird. Heißt, Ichigo kämpft jetzt gegen Quilge und dann wird in einigen Tagen, so lautet ja der Plan, eben der Raid der Soul Society beginnen, beziehungsweise vom Wandenreich in die Soul Society rein.
Wir sehen im Opening, da kommen einige Kämpfe zustande und darauf werden wir in den nächsten Folgen auch zu sprechen kommen. Damit wäre es von meiner Seite aus zur Bleach-Episode gewesen. Ich hoffe, ihr seid genauso heftig an Bord wie ich, was diesen Content hier betrifft. Ich denke, diese Episode hat nicht so krass viel hergegeben wie die erste Folge, aber die nächsten paar Episoden werden sehr einschlagen, werden sehr krass werden, kämpfetechnisch, animationstechnisch. Ich glaube, da können wir uns definitiv auf einiges freuen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen babamäßigen Abend. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!